Zu guter Letzt, in jedem Buchalarm stellen wir euch auch immer ein Sachbuch vor. Ich möchte euch heute Mein Geld, Dein Geld vorstellen. Geld hat umgangssprachlich ja viele Namen. Mäuse, Piepen, Schotter oder auch Zaster. Gemeint ist jedes Mal ein im staatlichen Auftrag aus Metall geprägtes oder auf Papier gedrucktes Zahlungsmittel. Habe ich im Duden nachgelesen. Was auch bedeutet, dass nicht jeder einfach so Geld herstellen kann. In dem Buch Mein Geld, Dein Geld haben Mike Schäfer und Maike Töpperwien das Thema Geld für Kinder sachkundig und äußerst spannend aufbereitet, denn Geld ist aus unserem Alltag ja überhaupt nicht mehr wegzudenken. Gleich zu Anfang erfahren wir, warum es sich überhaupt lohnt, über Geld nachzudenken. Schon beim allmorgendlichen Aufstehen, wenn wir frühstücken und uns die Zähne putzen, ist das Thema Geld präsent. Alles kostet etwas. Nicht einmal Zahnpasta gibt es umsonst. Für die meisten Kinder ist Taschengeld das erste eigene Geld, mit dem sie in Berührung kommen. Und damit man möglichst lange etwas von seinem Geld hat, ist es wichtig zu wissen, wie man damit umgeht. Je mehr man weiß, desto besser kann man mitreden. In 87 Kapiteln werden alle Fragen rund ums Geld aufgegriffen. Wie es entstanden ist, wie man es vermehren kann und ob Kinder schon Geld verdienen können oder auch nur dürfen. Auch der Aspekt arm und reich wird gar nicht ausgespart. Damit ihr so einen kleinen Eindruck von dem Buch bekommt, möchte ich euch etwas aus dem Kapitel über die ungleiche Verteilung von Geld vorlesen. Geld ist nicht gleichmäßig verteilt. Manche Menschen haben viel zur Verfügung, andere nur wenig. Einige verdienen mit ihrer Arbeit sehr viel oder sie hatten Glück und haben Geld, Häuser oder sogar ein Unternehmen geerbt oder durch Zufall im Lotto gewonnen. Geld zu behalten oder es zu vermehren ist viel schwieriger und hat wenig mit Glück oder Pech zu tun. Viele Menschen erben aber kaum etwas und verdienen wenig Geld. Das liegt daran, dass viele Jobs zwar wichtig für uns alle sind, zum Beispiel im Supermarkt oder Kindergarten zu arbeiten, aber trotzdem nicht gut bezahlt werden. An einigen Stellen hilft der Staat, indem er Menschen Geld zur Verfügung stellt. Zum Unterstützen braucht der Staat Steuern, die wir alle auf Dinge zahlen, die wir kaufen oder die Erwachsene mit ihrem Lohn zahlen. Steuern sind ein staatliches Mittel, um Menschen zu unterstützen, die Hilfe brauchen. Eltern können sich, wenn sie ein Kind bekommen haben, Elternzeit nehmen, um zu Hause bei ihrem Baby zu bleiben. Damit sie in dieser Zeit weiterhin einen Teil ihres Gehaltes verdienen, zahlt der Staat Elterngeld. Wenn jemand gar kein Geld verdienen kann, zahlt der Staat ihm Sozialhilfe. Das ist nicht viel Geld, aber es soll ausreichen, um Grundbedürfnisse wie Essen und Wohnung zu sichern. Dieses Kapitel hat mich wirklich ziemlich beeindruckt, weil es mit einfachen Worten einleuchtend die Rolle des Staates und die Bedeutung von Steuern erklärt. Ich finde, so macht über Geld zu reden Spaß.